Wasser, Leute, ich brauche Wasser. Ich wandere hier schon seit Tagen durch die Wüste und habe weit und breit kein Wasser. Wir ignorieren das Wasser da hinten, denn dort vorne eine Kiste. Oh mein Gott, was zu trinken? Oh, was für ein Zufall, ein Boss Energy Drink. Oh, den ziehe ich mir doch gleich rein und viel Spaß bei der Mod-Review! Hey Leute und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Review mit mir, Basti Zockt. Ihr habt schon im Pre-Intro gesehen, dass es um Energy Drinks geht und dass die Mod eigentlich ziemlich witzig und richtig geil ist. Und ich würde einfach sagen, wir fangen mit dem Crafting-Zeug jetzt erstmal an. Wir craften jetzt erstmal eine Kanne, wo unser Energy Drink rein soll, indem wir das Ganze so machen. Dann haben wir hier eine Empty Can, also Dose, nicht Kanne, tut mir leid. Und es gibt sogar einen Erfolg dazu, guck mal hier. Invalid, okay, warum ist es Invalid? Oh, schade, wir können ja mal hier gucken, bei Erfolge haben wir den jetzt schon. Na, schade. Ah, guck mal hier, hier haben wir es. Hier gibt es die Energy Drinks. Und da ganz viele. Und es gibt eben auch Erfolge. So, wir brauchen Kakaobohnen. Wir brauchen rosa Wolle und wir brauchen Zucker. Wir mixen uns jetzt nämlich einen Energy Drink. Warte mal, ich werde noch ganz viele solche Kannen kurz hermachen, dass man die nicht immer herholen muss. So und so. Jetzt haben wir einen Pinky Energy Drink. Oh mein Gott. Sweet, sweet pink. So Leute, dann gleich bevor ich den trinke, habe ich eine Aufgabe für euch. Ihr schreibt in die Kommentare einen Werbeslogan zu jedem Energy Drink. Das heißt jetzt, was weiß ich, trinkt Pinky Energy Drink, dann werdet ihr pink oder so irgendwas. Keine Ahnung, seid kreativ. Auf jeden Fall süffeln wir den mal. Wow, und dann haben wir eine leere Dose und wir haben hier Energized. Wir sind schneller. Und ich gehe mal kurz Game Mode 0. Und wir haben ein bisschen Haste, also schneller abbauen. Ziemlich cool, das Ganze hält eine Minute, zwei Minuten, ich weiß gerade nicht, eine Minute 40 müsste es gewesen sein. Könnt ihr nochmal zurückspulen und nachgucken, ich weiß es gerade nicht, aber ich glaube es ist eine Minute 40. Und ja, den Effekt kriegen wir ja weg mit hier Milch und dann gehen wir wieder hier auf 1. So, gut, wunderbar, das war der Pinky Energy Drink. Jetzt kommt mit der blauen Wolle. Achtung, haltet euch fest. Zack, zack, zack. Der Bullshit Energy Drink. Eine Verarsche von Red Bull. Und die Klubschen war jetzt, die machen wir jetzt auch mal hier. So. Uhu, wow, was habe ich jetzt? Jetzt habe ich hier 2 Minuten diesen Effekt. Energized 2. Bin ein bisschen, ups, halt. Fail. Ich muss ja hier abbauen. So, bin ein bisschen schneller als davor. Und ja, es heißt Energized 2. So, gehen wir wieder auf 1. So, wunderbar. Hui. So. Wow. Ah, nee, halt. Das bringt ja gar nicht. Ah, da, ich Idiot. So. Das war auf jeden Fall der Bullshit Energy Drink. Und jetzt kommen wir zu einer, ja, passt auf. So und so und so und so. Wenn ihr das anordnet, bekommt ihr den Zombie Energy Drink. Wie jeder weiß, ist das hier sozusagen eine Verarsche von welchem Drink? Schreibt es in die Kommentare. Den süffeln wir auch mal schön leer. Und wir haben hier Energized 3, sind noch schneller. Und Haste haben wir auch noch mehr. Wow, das geht alles hier jetzt ganz schön schnell. Whee! Ihr seht auch, mein Field of View geht hier auch krass mit. Und so, werfen wir das weg. Habe ich das gerade weitergeworfen als sonst? Ich bin voll mit Koffein. Ich kann nicht schlafen. Dazu komme ich übrigens gleich. Obwohl, können wir eigentlich jetzt machen. Time set 18.000. So. Ich bin voll mit Koffein. Ich kann nicht schlafen. Ich kann nicht schlafen. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich mach wieder Tag. Oh nein, ich bin voll auf Koffein. Koffein, 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 Koffein. Oh. So, okay. Gut, dann gehen wir hin und craften uns den nächsten Energy Drink. Den, pass auf. Ups, falsch. So, so und so.
Zack, mit Gold oben dran ist der Royal Energy Drink. Okay, gut. Klubsch mal auch rein. Jo, das sind wir auch. Ein Batzen schneller. Wir haben das Ganze, es ist Energized 5. Das Ganze ist 2 Minuten 40, wenn ich mich jetzt gerade nicht verguckt habe. Und mit dem Abbauen brauche ich euch auch nicht immer zeigen. Aber ihr seid hier voll schnell und alles. Ich kann nicht schlafen. Ich bin voll mit Koffein. Gut, den Drink muss ich mir allerdings jetzt nochmal hercheaten, weil den brauche ich nochmal. So, wo ist der? Wo ist der? Da, den hier. Denn jetzt, meine Freunde, kommt der ultimative Energy Drink. Nämlich, oh halt, fuck, das muss so, ah nein, ich hab's versaut, oh Mann, Mann, das war der Vorführeffekt. So, der muss da unten hin, das muss da hin, das muss da hin, das muss da hin und das Spinnenauge nach oben. Der Boss Energy Drink. Jetzt machen wir den hier erstmal weg. Und jetzt Achtung, haltet euch fest. Wir trinken den Boss Energy Drink. Und wow, 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 ich bin viel zu schnell. Und mal gucken, wie lange. Hier, ziemlich viel. So, dann Game Mode 0. Game Mode 0. So, und dann bauen wir das ab. So, Koffein, Koffein, zu viel Koffein. Naja, schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr auch Koffein trinkt. Und ob ihr diese Mod, ob euch diese Mod gefällt. Wie gesagt, es ist eine Fun-Mod und so. Aber ich finde sie ziemlich witzig. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr sie findet. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen sehr freuen. Dann kann ich es erkennen, ob ihr mehr Mod-Reviews wollt oder eben nicht. Und dann würde ich mich noch freuen. Es haben einige geschrieben, oh Basti, benutze doch deine Mod-Review-Welt. Das Problem ist, ich habe die nicht mehr. Und irgendwie ist der Download auf Planet Minecraft futsch. Deswegen, ihr könnt mir eine coole Mod-Review-Welt bauen. Macht ein Video davon, ladet sie auf YouTube hoch und packt den Download-Link in die Beschreibung. Und dann kann ich mir die ja aussuchen. Bis zum nächsten Mal, euer Basti zockt. Haut rein und tschüss.